Hallo, ich bin heute am Aachensee und gleich geht's dort hoch. Gestartet bin ich am Karwendelhaus oberhalb des Aachensees. Die Ausblicke sind schon richtig toll. Die Sonne hier durchkommt. Saftige Grün, blauer Himmel. Man sieht so leicht im Nebel die Gipfel des Bärenkopf. Ich hoffe, das reißt noch komplett auf, bis ich oben bin. Schau mal, wie die Wolke da drüben dran hängt. Finde ich richtig toll. Ich verlasse die breiteren Forstwege. Und jetzt wird es ein bisschen schmaler. Und schwieriger zu gehen, aber immer noch alles super gut zu bewältigen. Weiter bergauf. Jetzt kommt ein Abschnitt im Wald, finde ich gut, bisschen Schatten, unter den Bäumen ist plötzlich richtig dunkel, aber die Kühle des Waldes ist richtig angenehm. Das Lichtschattenspiel hier, richtig schön. Manche Stellen sind durch den Tau und den Regen gestern noch ziemlich rutschig. Aber kann man trotzdem gut gehen, wenn man jetzt nicht hochrennt. Es sieht so bezaubernd aus. Ich glaube, Heidi kommt gleich um die Ecke. Sieht man jetzt noch überall den Tau in den Grashalmen glitzern und die Sonne kommt jetzt schon richtig raus. Immer diesem Symbol nach. Die Bäume werden immer kleiner, je höher ich komme. Das Panorama ist schon richtig toll. Warte noch, bis wir oben sind. Geht immer weiter bergauf. Dort, wo der dunkle Wald ist, da kam ich her. Das ist das Karwendelhaus. Ich bin jetzt oberhalb der Baumgrenze und wir sind jetzt oberhalb der Wolken. Sieht richtig gut aus. Und die Sonne strahlt immer noch herrlich. Die letzten 20 Minuten laut Wegweiser. Und jetzt sind wir deutlich über den Wolken. Schaut euch dieses Wolkenmeer an. Richtig krass. Wir nähern uns dem Gipfel. Fast oben. Da drüben sieht man schon das Gipfelkreuz. Das letzte Stück noch mal ganz gemütlich. Der letzte kleine Anstieg. Da drüben ist das Gipfelkreuz. Wir gehen erstmal aber hier nach rechts. Und genießen die Aussicht in diese Richtung. Ist das nicht toll? Und oben gibt es einen wunderbaren Blick auf den Aachensee, bilderbuchmäßig. Ich mache mich wieder an einen Abstieg. Das Panorama am Gipfel war wunderschön. Ich bin jetzt fast wieder am Karwendelhaus angekommen. Fazit der Tour. Richtig tolles Alpenpanorama. Richtig toller Blick über den Aachensee. Muss man gesehen haben.